So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blick ins Heft. Es ist Freitag. Mein Kollege Andreas Deutsch mit mir im Studio und gemeinsam werden wir Ihnen jetzt unseren neuen Aktionär vorstellen. Ja, wir sind mal wieder gemeinsam im Studio, ne? Nachdem du, wie viele Wochen waren es? Gefühlt? Mehrere. Gefühlt keine. Aber keine. Hattest du davor nicht Urlaub? Genau, ja. Deswegen. Jetzt endlich mal wieder gemeinsam, ne? Ja. Das tut ja auch gut. Können wir uns mal wieder so richtig angiften. Ja, genau. Also, Ihre Favoriten im Kurzfrist-Track, das ist der Titel, Inflation, Zins, Story, Chart, Stressfaktor, Kurstreiber. Also jede Menge Dinge, die wir da beachtet haben, kommen wir gleich zu. Wir haben natürlich weitere Themen für Sie mit an Bord. Mörderisch gut? Hast du ein Netflix-Abo? Nein. Nicht einmal so ein Schmarotzer-Abo? Also so ein Zugang über... Nee, nicht. Nee, nee. Okay. Ich bin ja der auf der anderen Seite von gesättigt steht. So. Okay, aber Squid Game, das hat dir schon mal... Ja, hast du schon von gehört. Ja, also, da habe ich auch drüber geschrieben online. Ja. Und den Trailer gesehen, diese Serie aus Korea, räumt tierisch ab, könnte die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten werden. Genau, ja. Und zwar auf globaler Basis. Auf globaler Basis, obwohl es ist ja schon pervers, muss man sagen, ne, dass sowas so einschlägt, aber... Okay, ja, Gewalt, ne, das hat schon immer ganz gut funktioniert. Das ist ja angelehnt an Running Man, wir erinnern uns, Stephen King. Wir erinnern uns, es gibt vielleicht auch Leute, die jetzt noch nicht so uralt sind wie du. Ja. Oder du. Ja, oder ich. Ja. Genau, nee, Running Man, genau. Also mehr oder weniger, aber es gibt ja wenig neue Themen, die man spielen kann. Aber es ist gut umgesetzt, sehr düster, unglaublich blutig, aber coole Geschichte. Und wir haben das Ding für Sie auf jeden Fall nochmal aufgenommen. Ja, und hat dafür gesorgt, dass und der Einstieg in den Gaming-Sektor bei Netflix, dass die Aktie auf einen Rekordhoch gestiegen ist. Ne? Und das, wo der Markt gerade Tech eins auf die Mütze bekommen hat. Genau. Ja. Also, wir haben sie auf jeden Fall nochmal mit dabei, haben die Sache nochmal beleuchtet. BioNTech und Moderna, die eine Zeit konnten die gar nichts falsch machen, ging es nur hoch, 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 hoch. Und zuletzt in der Korrektur, dann kam die 50%. Dann kam die Nachricht dazu, natürlich auch noch, dass Merck ein Covid-Medikament hat, eine neue Pille. Und daraufhin gab es nochmal einen Satz heiße Ohren für die Aktien. Ja. Aber die haben wir natürlich auch mit dabei, um zu sagen, hey, ist denn jetzt schon wieder die Möglichkeit, da mal zuzugreifen? Oder sollte man da jetzt vielleicht auf ein neues Pferdchen setzen? Ein Hotstock mit 60% Kurspotenzial, den wir sehen. Ja, Daimler ist wieder im Scheinwerferlicht. Im Doppel. Aber du hast es so erkennen können. Ja, weil ich weiß, ich habe die Überschrift da eingefügt. Also von daher konnte ich das wissen. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Punkt reingemalt. Ja. Das Truck-IPO, das jetzt demnächst bevorsteht, das treibt die Aktie momentan an. Die Aktie klasse gelaufen, kann man überhaupt nicht anders sagen. Wasserstoff, drei Käufe, die wir identifiziert haben. Auch extrem abgestürzt. Echtes? Ja. Naja, also... Naja, das war ja wirklich damals totaler Boom. Ja. Ging ab wie die Impfstoffaktien und dann wirklich durchgelassen. Und deswegen haben wir uns immer die Frage gestellt, ist Wasserstoff tot? Ja. Und der Kollege Michael Döpke hat das dann mal analysiert. Und unsere... Hast du es schon verraten, ja. Ja, also kann Wasserstoff gut, da tot steht sein. Ja auch dreimal kaufen. Ja, genau. Kann Wasserstoff tot sein? Nein, natürlich nicht. Nein. Dann haben wir 25 Jahre Aktionär. Ja. Das ist der Hammer. Mhm. Wir hast du hier ein Thema noch vergessen. Ja, genau. Rekordhoch, Best of Lithium Index. Ja, genau. Da sind die Aktien zwar zuletzt so etwas unter Druck geraten, aber der Index, der marschiert ohne Ende und von hoch. Wann kaufst du dir denn mal eine Brille? Ja, du weißt ja, wie das ist, ne? Das gewisse Eitelkeit, die da auch mit reinspielt, aber ich habe eine sehr schöne Brille. Eine Gleitsichtbrille. Wird mir nur blöderweise schlechter. Wie bitte? Hast du eine? Ja, selbstverständlich habe ich eine. Warum ziehst du die nie an? Die ziehe ich beim Autofahren in bestimmten Situationen an. Okay, wenn dich keiner sieht. Davon wird mir schlecht. Ich glaube, die muss man öfter tragen, damit dieser Effekt verschwindet. Aber gut, wir sind nicht hier, um über Brillen zu diskutieren, sondern über die Titelstory. Genau, also wir haben die Favoriten im Kurzfrist-Check diesmal gehabt. Wir hatten ja letzte Ausgabe, da waren wir ja sehr bullish. Da haben wir 5 Aktien rausgesucht mit Schein, 100% bis Jahresende. So in den letzten Tagen, es ist ja dann oft so, dass es an der, das ist eine alte Tasse, ist ja oft so, dass es an der Börse dann auch mal schnell gehen kann, sehr schnell gehen kann. Und dann kam wirklich ziemlich viel Stress auf, gerade bei Tech. Und naja, wir haben uns dann halt so gefragt, woran liegt es? Was macht den Anlegern im Moment Stress, Angst? Dann natürlich die
an erster Stelle die Zinsangst. Die Renditen der 10-jährigen US-Bonds sind gestiegen auf ein Hoch seit Ende Mai. Und das führt natürlich dazu, dass gerade Technologieunternehmen, die traditionell auf diese Finanzierung angewiesen sind, darunter leiden. So, dann haben wir das Thema Chart dann noch analysiert. Und gut, das sind jetzt da ein paar Schlagwörter. Insgesamt haben wir 5 Plus- und 5 Minusfaktoren, also 5 Stressfaktoren, 5 positive Faktoren aufgedröselt, haben 15 Aktien insgesamt genommen, Leserfavoriten, die online auch stark gefragt sind, und haben uns mal angeschaut, wie ist im Moment die momentane Situation. Gibt es grundlegende Probleme jetzt gerade? Gibt es zum Beispiel Lieferkettenprobleme, Produktionsprobleme? Da haben wir das Thema bei Adidas. Wer leidet besonders unter steigenden Zinsen? Wir haben eine große Tabelle seit 1984 aufgelistet. Wie war das eigentlich mit den verschiedenen Branchen? Wie haben sie sich in diesen Phasen, es gab ja einige Phasen, wo die Bondrenditen dann nach oben gegangen sind, wie haben die Aktien sich dann entwickelt? Ist das wirklich so, dass Bankaktien überproportional profitieren? Wie stark profitieren sie? Was ist mit Tech-Aktien? Das will ja auch jeder wissen. Man sagt ja immer, was ich eben auch gesagt habe, die leiden eigentlich darunter, leiden auch die Kurse. Das haben wir alles dann analysiert, aufgedröselt und haben uns dann, wie gesagt, die Charts nochmal angeschaut. Wo sind Unterstützungslinien? Bis wohin könnte es gehen, wenn die Korrektur dann noch anhält? Ja, und das ist halt diese Favoriten im Kurzfrist-Check-Story geworden. Ja. Kurz, knapp, 15 Aktien, wie gesagt. Eigentlich die Aktien, die am meisten gespielt werden, die am meisten interessieren. Übrigens eine sehr interessante Woche am Aktienmarkt gewesen. Ja, voll, ja. Findest du dich? Ja. Also ich hatte ja Spätschicht letzte Woche. Ja. Und dadurch kriegst du das ja abends noch mehr mit, dieser ganze Stress, der dann in Amerika dann abgegangen ist. Ja. Und dann plötzlich schlechtester Tag, der Nasdaq seit Monaten. Und trotzdem ist der DAX auf Wochensicht momentan echt im Plus, obwohl wir die 200-Tage-Linie zwischenzeitlich nach unten gerissen hatten. Also ich glaube schon, der Oktober verspricht spannend zu werden, nicht unbedingt schlecht. Und dann kann man sich solche Listen natürlich gerne mal vornehmen, sagen, oh Mensch, da unten, wenn die Aktien vielleicht auch stärker unter Druck gekommen sind, da greift man nochmal etwas herzhafter dazu. Richtig. So, uns hat Spaß gemacht, für Sie die Ausgabe zu schreiben. Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen, um sie mit vorzustellen. Wir hoffen, dass Sie ein tolles Wochenende haben. Sie wissen jetzt, wonach Sie im Handel suchen müssen. Online gibt es das Ganze natürlich auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.